Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und zwar zu Total War Warhammer 3. Wir spielen hier Kislev, das ist die allererste Kampagne. Ich habe schon ein bisschen gespielt im Stream, aber noch keine Let's Play Folgen hochgeladen. Und wir werden jetzt hier gemütlich ein bisschen durchzocken. So, bevor wir starten, es ist ein Live-Let's Play, das heißt auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen. Ich mache 2 Stunden Folgen und wir starten heute mit Kislev. Gut. Let's go. This world has been sundered by a tide of arcane energy. The winds of magic turned into a maelstrom. The Tome of Fate drew me north to find out why. It guided me to a distant fortress steeped in blood. A battle was fought there. Though long over, the spirits still lingered. In the shadow of a broken portal, the trail ended. It was here the Tome conversed with the dead. They told of Ursan, the bear god of Kislev, lost in darkness. A noble prince ventured to save him, yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became executioner. A single shot, bound in faith forsaken, pierced Ursan's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits, where lies Ursan now? Is he here in the north? Is he alive? Wounded and dying. Embraces in shadow. What shadow? A demon's? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Bellacor. Only a fool would challenge Bellacor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Ursan's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Ursan is locked in the Forge of Souls, deep in the realm of chaos. And I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the maelstrom. There must be a way. Ah, the Tome unveils a spell to summon a portal. One to bypass the maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the God-Bear, and can withstand the horrors within. So, also, das war die Vorgeschichte und im Prinzip können wir dann jetzt auswählen, wo wir hingehen wollen und wer uns helfen soll, die Chaosdämonen, Kislev, Cathay oder Kathai, auf Deutsch glaube ich ausgesprochen. Ogerkönigreiche, Nurgle, Khorne, Slaanesh, Tsinch. Wir wollen natürlich Kislev spielen. Das heißt, der Bärengott von Kislev ist gefangen genommen und als Kislev werden wir sie befreien. Wir haben hier verschiedene Fähigkeiten. Das Mutterland, wo man Hingabe sammeln muss, das erkläre ich dann, wenn wir im Spiel sind. Die Atamane, die so ein bisschen als Statthalter fungieren von den einzelnen Provinzen. Das erkläre ich dann auch, wenn ihr im Spiel sind. Und der Eishof, wo wir bestimmte Eisjungfern oder Eishexen ausbilden können, die besondere Fähigkeiten haben dann.
Ja, das heißt, wir spielen hier das Reich des Chaos, nicht Mortal Empire. Zu dem Zeitpunkt, wo ich nämlich spiele, ist Mortal Empire noch nicht raus. Falls man das Let's Play ein bisschen später guckt. Ja, dann würde ich sagen, let's go und wir erfahren mehr von Kislev. Und wenn wir dann im Spiel sind, werde ich die Sachen ein bisschen Schritt für Schritt erklären, damit auch die, die nicht so viel Ahnung haben vom Spiel, ein bisschen nachkommen, worum es geht. Let's go. So, wir können hier entweder Tsarina Katharina spielen, was wir auch tun werden, oder Konstantin, der die große Orthodoxie anführt, aber das machen die vielleicht ein andermal noch. Wenn ich schon ein bisschen länger, wenn es ein bisschen länger her ist. Wir werden jetzt als Tsarina Katharina spielen und haben hier verschiedene Fähigkeiten. Wir müssen Hingabe generieren durch Heldenaktionen von Eisjungfern. Also kriegen wir haben Kontrolle plus 6. Die Helden, die wir rekrutieren, Eisjungfern sind plus 3. Das ist ihre Fähigkeit. Ausbildungsdauer am Eishof ist reduziert. Kommandanteneffekt haben wir weniger Korruption etc. 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 Sieht's gar nicht, ne? Warte. Hier, die zwei sind's. So, und wir starten hier. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir auf sehr schwer und sehr schwer spielen, nicht auf legendär. Ich habe bis jetzt immer die Schlachtschwierigkeiten auf schwer gemacht, aber habe jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt und denke, dass das so eigentlich ganz gut passt. Legendär ist genau das gleiche wie sehr schwer, nur dass man halt nicht auf Pause klicken kann in den Schlachten und dass man halt nicht speichern kann. Aber weil es immer mal wieder Probleme gibt, Bugs oder so, oder Sachen nicht so funktionieren, ist es ganz gut, wenn man es trotzdem noch laden kann. Zumindest finde ich das eigentlich ganz nice. So, okay. Dann würde ich sagen, let's go. Die Reittiere mit Bären und allem, das wird richtig spannend. Sind viele Schusseinheiten. Und sie haben mega coole Bogenschützen. Werdet sehen. Die hat sie auch am Anfang an schon, von Anfang an schon. Das wird spannend. Das kommt gut. Nordunia, Dankeschön für den Sub. Solange das noch dauert hier. Dankeschön für 60 Monate. Vielen, vielen Dank für 5 Jahre. So. Dann klicken wir. Go. A nation in mourning. False news has arrived before me. They believe Ursun is already dead. My proposition will require a delicate touch. I speak the truth. Your god is not dead! He lies in the realm of chaos, a captive of the Shadow Lord. It is no lie. For one drop of Ursun's blood, I can help you save him! Choose your last words wisely, old man. Through your bloodline, you and the bear are one. See past your grief. Search your heart. Ursun is alive. He speaks the truth. It cannot be! You dare cross the line! He speaks the truth! False queen! Silence! We have lost what is most precious. Many say I am at fault, that I no longer have the right to sit on this throne. So I stand. I stand with my people, all of you. And if it comes to it, I shall die with my people. We have been blinded by grief. Ursun lives, and while he fights to draw breath, we fight for him! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! Kislev marches north into hell.
Ein bisschen Gänsehaut habe ich da jedes Mal, wenn ich das gucke. So. Unser Ziel ist es, Orsun, den Bärengott von Kislev, aus Belakors Fängen zu retten. Nach angespannten Verhandlungen steht mein Preis fest. Und ich werde alles tun, um die Kisleviten zu ihrem verlorenen Gott zu führen. Come then, before I change my mind and cast you into the ice. Advise me. Hoheit, in der Nähe sammeln sich Feinde, die euren Thron bedrohen. Wenn wir Orsun retten wollen, müssen sie beseitigt werden. Der Mahlstrom hat die Nordmänner, welche die dunklen Mächte anbeten, in Kislevs Lande getrieben. Sie haben Gerslev erobert. Tötet sie dafür. Diese Übergriffe und der endlose Winter haben unter euren Untertanen Zweifel an eurer Regentschaft gesät. Anhängern der großen Orthodoxie missfällt eure Herrschaft. Beschwichtigt diese Störenfriede in Gesprächen oder im Kampf. Kostaltin, der oberste Patriarch von Orsuns Kult, steckt hinter diesen Unruhen. Ihr müsst euch um ihn kümmern, denn sonst bewirkt er eine Spaltung, von der sich Kislev niemals erholen wird. Glücklicherweise haben wir Verbündete im Westen und im Süden. Schließt Bündnisse mit dem Imperium und jenen kislevitischen Stämmen, die eurer Blutlinie seit jeher treu sind. Hoheit, es gibt viel zu tun, wenn ihr das Mutterland schützen und euren Gott retten wollt. Fangen wir an. Yes, Baby, ich freue mich. Also, so, wir schauen uns die ganzen Mechaniken davon. Vor den Toren unserer Hauptstadt entweihen Eindringlinge das Mutterland. Handelt schnell. Und befreit das Land von diesem Abschaum. So, wir müssen diese Armee besiegen, um Hingabe zu kriegen. Schatzkammer und einen Wirbelsturm. Also eine Eisjungfernhelden. So, ganz kurz. Das Spiel ist so aufgebaut, dass es ist rundenbasiert. Für alle, die es gar nicht kennen, weil das vorhin einige im Chat geschrieben haben. Das heißt, man hat sein Gebiet, wo man dann eine Stadt hat, Gebäude bauen kann. Und in diesen Gebäuden kann man dann Einheiten rekrutieren. Und die kann man dann ins Feld schicken, um gegen andere zu kämpfen. Ja? Jede Fraktion kommt dran. Es ist rundenbasiert, ein rundenbasiertes Strategiespiel. Und hier bilden wir aus und dann nachher haben wir die direkten Schlachten. Das zeige ich dann gleich. So, um Kislev ganz kurz, um hier einen Überblick, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wir haben hier Hingabe. Das ist die Währung, die wir brauchen, um verschiedene Sachen auszuführen und um das Reich wieder zu einen. Ist nämlich so, dass das Kislevitische Reich gespalten ist in die Orthodoxie, die hier oben ist, und wir hier unten. Und je nachdem, wer wie schnell ist, ganz kurz gucken, hier haben wir es, genau. Je nachdem, wer wie schnell ist, schafft es den anderen zu konföderieren. Also, dass sein Gebiet dann zu uns gehört oder wir theoretisch zu ihm. Das heißt, wir müssen hier schneller sein als er. Wir sind hier oben und das ist die Orthodoxie, die sind hier unten. Und der am Ende angekommen ist, kann den anderen konföderieren. Die, wo haben wir es hier, die Hingabe sammeln wir über verschiedene Sachen, entweder durch verschiedene Charaktere, indem dass wir Gebäude bauen, die uns Hingabe geben, Technologie erforschen, wir können sie aufbrauchen, indem dass wir Fähigkeiten nutzen und so weiter und so fort. Und wenn wir das Chaos bekämpfen, kriegen wir auch relativ viel Hingabe. Das ist tatsächlich sehr gut. Und die Hingabe, wie man sie oben sieht, kann man auch nutzen, um verschiedene Sachen zu aktivieren. Orsun zum Beispiel als Fähigkeit, dass wir 5 Befürworter, also Entschuldigung, jetzt habe ich was verwechselt. Die Hingabe ist für diese Fähigkeiten und um die Sachen einzusetzen. Und, muss ich ganz kurz gucken, die Befürworter sind, wer denn den anderen konföderieren kann, okay? Das heißt, Hingabe sammeln, Befürworter kriegen und wer am meisten Befürworter hat, der kriegt dann das andere Reich dementsprechend. So, jetzt stimmt's. Entschuldigung für die Verwirrung. Und das, was ich gerne, wenn ich Kislev starte, am Anfang mache, ist das hier. Ich taub. Dankeschön für die 20 Euro Dono. Nerdonia, Dankeschön für den Mega, für den Mega Sub und die Mega Dono. Dankeschön, Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön, Tier 3.
Vielen, vielen Dank. So, also. Das, was ich hier gerne mache, ist, dass wir immer einen Befürworter kriegen pro Rangaufstieg von einem Charakter. 20 Wachstum und Flussverstärkungsrate, das dauert 10 Runden lang. Das macht aus dem Grund Sinn, weil gerade am Anfang, wenn deine Charaktere noch gar nicht viele Fähigkeitspunkte haben, kriegen sie ja relativ viel XP. Die anderen Sachen wären, wenn wir eine Siedlung einnehmen, kriegen wir 5, wir haben dann verschiedene Fähigkeiten. Hier kriegen wir 2 pro Austragen von einer Schlacht. Jetzt muss man sich aber überlegen, wenn ich eine Schlacht austrage, kriege ich meistens auch einen Rangaufstieg und dann macht das fast mehr Sinn. Oder wenn wir Gebäude bauen, würden wir auch plus 1 kriegen. Aber da wir ja noch nicht viel besitzen, macht hier das am meisten Sinn. Das hauen wir jetzt auch raus. Wir beschwören das direkt am Anfang. So. Dann den Eishof. Das können wir dann später mit der Technologie machen. Da kommen wir dann später noch dazu, wenn das soweit ist. Wir gucken ganz kurz, was ich erforschen will. Ich habe schon länger nicht mehr Kislev gespielt, deswegen müssen wir ganz kurz drüber gucken. Hier könnten wir zum Beispiel eben diese Eisjungfer ausbilden. Wir gehen zuerst mal auf Wachstum, plus 5, damit unsere Hauptstadt schneller wächst, dass wir die Möglichkeit haben, relativ früh bessere Units zu bauen. With this, we stand against chaos. Super. Also, dann kommen wir auch schon zur ersten Schlacht. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich erklärt. Hingabe, Befürworter. Eben nochmal ganz kurz, Befürworter sammeln, um Boni zu kriegen. Hier haben wir diplomatische Beziehungen mit allen Kisleviten. Ihr seht's, ne? Hier gibt immer schön viel Bonus. Oh, ich will jetzt kämpfen. Let's go. Das war genug erklärt. Wir schlachten das auch direkt selbst. Das heißt, wir machen nicht automatisch, sondern wir kämpfen selber. Ich zeige noch die Units, weil es gibt viele von euch, die gerne die Units sehen. Und wir müssen gucken, dass wir hier möglichst wenig Leute verlieren. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann ich dann gleich noch zur Stadt marschieren und das erste Dorf auch sofort holen. Frostmagie, Mutterslehre und Fraktal. Ja, sie arbeiten mit Eismagie, ist voll geil. Da haben wir es gleich. Kann ich die jetzt dann umnieten? Die Einheiten von Kislev sind total cool, weil auch die Nahkämpfer noch Schusswaffen haben. Das heißt, wir haben hier 10 Magie reicht. Das sind gepanzerte Kursars, Zweihandwaffen, ne? Und sie können auch schießen. Das heißt, sie haben, ihr seht, eine Schussreichweite. Das ist mega cool. Dann haben wir die gepanzerten, nicht mit zwei Händen, sondern mit Schild. Die haben hier auch eine Muskete in der Hand. Und Äxte. Dann Eiswachen, die sind mega gut. Denn Nahkampfangriff ist magischer Angriff und Kälteschaden. Und die Geschosse, die sie schießen, geben auch Kälteschaden. Das heißt, die Geschwindigkeit der Feinde ist um 30% reduziert. Die kommen recht weit, wie man sieht. Machen dementsprechend auch Schaden. So, hier haben wir auch nochmal Ice Guards. Wir haben 2 Ice Guards, die stellen wir auch gleich mal so hinten auf. So. Dann hier Schneeleopard. Es sieht so gut aus, ne? Es ist mega schön gemacht. Und Flügelulanen. Ja, sehr cool. Die Geschosse sind auch magisch. Stimmt, gut, dass du sagst. Das sieht man hier an der Munition. Das heißt, die Geschosse sind sowohl machen Magie-Schaden wie auch normalen physischen Schaden. Und deshalb mega gut. So. Ich versuche mal einen Trick anzuwenden. Und zwar, dass wir den Feind auf uns zukommen lassen. Und ich stelle mich möglichst weit hinten auf. Das heißt, wir versuchen möglichst viel mit Magie zu töten. Ich lasse die schnellen Einheiten noch schnell vorne wegen den Nordskar Kriegshunden. Und ich hoffe, dass mir das dann einen Vorteil verschafft. Okay, ja. Achso, und das ist Zarin Katharina, die wohl mega stylisch hin und her rennt, ne?
So. Sehr gut. Die Idee ist, die eigentlich direkt in Panik zu versetzen, dass sie gar nicht viel Schaden anrichten kann. Sehr gut. Ich ziehe sie noch weiter nach hinten. Ich versuche wirklich möglichst wenig zu verlieren und möglichst viel mit Magie zu arbeiten. Um einfach schon magietechnisch so viel Schaden anzurichten, wie es nur geht. Die Flügelolan verstecken wir dann hier mal schnell im Wald. Kann sein, dass er sie vergisst und danach läuft er direkt auf uns zu und wir können zeitlich reinchargen. Okay, 6 Magie brauche ich dafür. Es ist so stylisch, ne? So gut. Okay, hey, das ist mega gut, dass sich die jetzt so aufteilen. Das ist ja krass. Die werden mir sowas von über den Haufen schießen. Die werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ich stelle sie mal ganz kurz neu auf. Okay, Moment. Nee, ich will diesen Vorteil will ich schon mitnehmen hier. Ja, okay. Feuer frei, Jungs. So, ich habe hier mal Magie drauf, dass sie langsamer unterwegs sind. Dann haben meine Schützen mehr Zeit zum Schießen. Obviously. Ich versuche möglichst früh direkt den Chef zu killen. Die Hunde haben wieder Mut gefasst, das ist nicht so gut. Und wieder weg. Nice. Ja, das war's. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Mann verloren. So muss es. Gut, war jetzt Glück, dass es sich so gezogen hat, ne? Aber trotzdem. Null Verluste, perfekt. Das ist so, wie ich es will. So müssen wir arbeiten. So, jetzt werdet ihr auch sehen, weil wir direkt am Anfang schon die Fähigkeit für, wenn sie einen Rangaufstieg kriegt, dass wir einen Befürworter kriegen. Wird man auch merken, okay, das bringt super viel, weil sie wird jetzt schon einen Rang gemacht haben. Wir können entscheiden, ob wir jetzt die Gefangenen hinrichten, das gibt unserer Truppe mehr Moral, oder ob wir unsere Einheiten verstärken, wir sind ja aber voll, wir haben keinen einzigen Mann verloren, ob wir das Geld nehmen oder Hingabe. Und wir nehmen Hingabe, weil an Hingabe ranzukommen ist relativ schwierig, und da wir hier gerade gegen Barbaren gekämpft haben, Chaos-Barbaren, haben wir diese Option, die Gefangenen zu opfern. Und das machen wir. So, jetzt haben wir hier ein Level gemacht, wie ihr seht. Das, was ich am Anfang sehr gerne mache, ist, ihr Bewegungsreichweite zu geben. 5%. Weil ich finde es ganz sinnvoll, wenn sie ein bisschen weiter laufen kann. Dann kann sie entweder fliehen oder den anderen einholen auf der Karte. Den kriegt sie jetzt 5% marschieren. So.
Also, wir haben eine Mission abgeschlossen. Dieser Charakter hat sich euch als mächtiger Verbündeter angeschlossen. Fügt ihn eurer Armee hinzu. Hört euch vor, Dankeschön. Eure Hoheit, ein Sieg so nah an der Hauptstadt stärkt eure Herrschaft. Doch die Bedrohung durch die Barbaren bleibt. Während ihr euch in verbündetem Territorium aufhaltet, solltet ihr mehr Krieger unter eurem Banner versammeln. Ja, aber ich möchte eigentlich direkt die Stadt angreifen. Weil ich glaube, wenn ich mich hier hinstelle, dann reicht mir das von der Reichweite nicht bis hierhin. Nein, ja, dürfte nicht gehen. Wir nehmen das, was wir haben, wir rennen direkt hin. Den Agenten hier, den wir jetzt gekriegt haben, über die Mission fügen wir auch gleich hinzu. Mistress of Ice. Perfekt, so. Das war auch eine Mission, das hinzufügen. Es sind einfach super viele kleine Missionen, die man kriegt. Wenn wir zwei Einheiten noch rekrutieren, kriegen wir mehr Hingabe, etc. etc. Ist klar, dass ihr die Befürworter gerade kam, ist gar nichts bringen, da du bei jedem Gefecht mit Kieselzahl Befürworter verlierst. Du bist der Kiesel-Fraktion im Krieg. Das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Aber wir müssen trotzdem versuchen, möglichst viel rauszuholen, um hier irgendwie vorwärts zu kommen. So, das ließe sich eigentlich auch irgendwo anders machen, aber ich finde es ganz gut, wenn die schon von Anfang an hätten. Was natürlich klar ist, wir brauchen Ressourcen. Und theoretisch bräuchten wir jetzt Befürworter und Hingabe. Es ist übrigens so, wenn die Hingabe sehr tief ist, ich glaube, wenn sie unter 100 ist, dürfte das sein, dann kann es sein, dass in unserem eigenen Land das Chaos angreift. Reinkommen. Ich überlege mir gerade, was jetzt das Sinnvollste ist. Ob wir schon auf Geld gehen? Den bauen wir mal sicher, dann kann ich auch später nochmal abreißen, wenn ich will. Den hier zu bauen, kostet mich halt theoretisch auch nochmal Hingabe. Bisschen schwierig. Ich finde den Anfang von Kislev noch relativ schwierig zu managen. Wenn du keine Befürworter hast, verlierst du auch keinen. Deshalb denke ich, dass gerade Beginn Segen des Mutterlandes ruft, sondern die Hingabe für Gebäude sparst. Ja. Hier ist eine Möglichkeit, das anzugehen. So, wir machen hier mal ganz kurz Folgendes. Wir gehen auf Kontrolle in dieser Provinz, weil, wir kriegen einen Cursor drauf, ja, je höher die Dings ist, desto höher ist auch das Wachstum. Das heißt, wenn die Bevölkerung happy ist, dann wächst die Bevölkerung schneller. Man kennt es. So. Ich überlege gerade. Wachstum. Wir gehen hier auf Wachstum und Bauen. Das werden wir nur so lange brauchen, bis wir schön ausgebaut sind. So. Dann, wir haben folgende Möglichkeiten. Wir haben hier unten noch Menschen, die, um die Lage ganz kurz zu erklären. Hier unten haben wir das Imperium. Hier sind noch Vampire. Hier hinten auch Menschen und hier sind Ogre. Und ich werde mich mit den Menschen unten im Süden verbünden und handeln und werde Richtung Norden versuchen, mich auszubreiten und zu marschieren. Jetzt der Plan.
Okay. So. Das heißt, wir machen sicher mal nach unten einen Nicht-Angriffspakt. Approach and make your offer, but I make no promises to my ascent. Kann ich hier sogar 10 rausholen? Let's go. On it! So, jetzt können wir mit denen allen handeln. Hier oben, die Bruderschaft des Bären ist hier oben eine Fraktion, ist auch Kislev, mit denen können wir dann später konföderieren. Deswegen schauen wir, dass wir hier auch möglichst viel rausholen. Ich mach das mal einzeln. Und ich gehe wirklich voll an die Grenze, ne? Also, wir versuchen hier grenztechnisch immer, dass wir da wirklich auf 0-0 sind und alles an Geld noch rauskriegen, das machbar ist. So, dann haben wir hier nochmal Kislev. Da machen wir auch dasselbe. Ne? Immer bis ans Limit. So. Dann können wir mit der Ostmark noch handeln. Das sind eben die unten. Das sichert uns auch das Gebiet, weil wenn wir mit ihnen handeln, werden sie uns nicht angreifen oder die Wahrscheinlichkeit sinkt, weil sie uns auch immer mehr mögen. Das heißt immer. Zack. Dann geht das hier hoch. Das ist sehr gut. So, ganz kurz Folgendes. Ich spiele tatsächlich am Anfang schon mit dem Gedanken, ein bisschen Geld in die Finger zu nehmen und den militärischen Zugang hier schon durchzuboxen. Mal kurz gucken, wie viel Gold ich insgesamt habe. 4874. 1000 plus. So I Who calls? Kislev. Obwohl, das geht eh automatisch ordentlich schnell hoch. Auf der anderen Seite kann er nicht schnell genug gehen, ne? A blade dance ceremony welcomes you. Jawohl, ich spare das Geld mal lieber noch. Lass uns mit der Zeit machen. Gut, so, das war Runde 1. The Ice Queen never fails. Gerslev steht unter dem Joch der Barbaren. Ihr wart bereits siegreich gegen diesen Stamm. Erobert die Stadt zurück und merzt die Schänder ein für allemal aus. Das ist der nächste Plan, ja? Wir greifen direkt an. Die Schlachten in Total War Warhammer 3, auch um kleine Städte, sind mega cool. Ihr seht, es ist eine mannhafte Niederlage. Ich zweifle es. Es ist nämlich so, dass auch in den Siedlungen, in den kleineren Siedlungen, nicht nur in den Städten, können jetzt Verteidigungsanlagen gebaut werden. Das macht die Siedlungskämpfe viel, viel cooler. Und auch viel mühsamer, um sie einzunehmen. Nicht so wie in den anderen Total War Teilen, wo man sagt, oh, eine Nebensiedlung, da renne ich einfach kurz rein. Sondern, eine Nebensiedlung so, ui, okay, da kann man noch Türme bauen, da kann man Barrikaden bauen und. Und sie sehen mega gut aus, die Cities. Die sehen wirklich ganz cool aus. Wir schauen sie uns auch schnell an. Es ist ja alles so, also Kislev ist ja so östlich angelegt, ne, so das alte Zarenreich oder auch die Flügelhulanen dürften, glaube ich, also polnisch angelehnt sein, ne? Also aus der Zarenzeit damals. So, das ist eine kislevitische Stadt und sie ist einfach, es ist wirklich viel Liebe in den Details, oder? Es ist wirklich viel Liebe, es sieht einfach gut aus. Den Züchterclan nicht angreifen, weil das die Konföderation verbessert. Das ist eine gute Idee. So cool. So, also, aber wir müssen jetzt gucken, wie wir strategisch hier am besten vorgehen. Wir hätten hier eine gute offene Fläche. Wir haben aber eher eine kleine Truppe, das heißt, wir müssen eigentlich einen eher stärkeren Engpass nehmen. Wir könnten über rechts. Ich bevorzuge hier aber fast eher über links, weil wir von unten auch nach oben schießen können. Also wir arbeiten viel mit unseren Eiswachen. Und Magie. Also wir versuchen das alles ein bisschen zusammen zu pfächen, so gut es halt geht.
So, ich zeige noch ganz kurz die Eismagierin, beziehungsweise Wirbelwinde in dem Fall. Verdammt schönes Schwert, ich bin neidisch. So, ich werde meine Flügelhulanen und den Schneeleoparden hauptsächlich dazu verwenden, fliehende Feinde zu töten, damit sie sich nicht wieder sammeln, ja? Ich werde mit meinen Kosaren auf die Schildjungs schießen und auf Speerträger und die Axtwerfer, diese hier, mit meinen Eiswachen nach Möglichkeit. So, hauen den Zauber drauf, Hagelsturm. Hoffen wir, sie bewegen sich nicht. Alter, Alter. Okay, ja moin. So, jetzt ist das, was ich meinte, ne? Die schießen hier auf die, obwohl die rennen gerade weg. Also ich muss hier noch einstellen mit Wachmodus, dass sie nicht sinnlos nachrennen. So, wir versuchen den NPC mal ein bisschen zu locken. So, währenddessen sie mit dem Rücken zu uns oder seitlich stehen, sind ihre Schilde nicht so effizient. Das heißt, wenn ich sie hier ein bisschen locke, können unsere mit Magie bestückten Bogenschützen die ordentlich abknallen hier. Schade, dass die Speerträger hier abgehauen sind. Ich versuche mal ganz kurz einen Zauber noch in den Rücken zu jagen und hoffe, dass ich damit dadurch Panik verursache. Und mit denen gehen wir mal die Rücken da mal vor. Hat das geholfen? Sieht verdammt gut aus. Stoppt jetzt mit Schießen. Ja, die Panik macht sich breit. Die rennen jetzt. Wahrscheinlich kommen die Speerträger zurück, aber bis dahin haben wir die schon ausgelöscht. Zumindest ist das mein Plan. So, dann gehen die hier außen rum. Okay, die Magie hat sie abgewehrt. Sie drehen um. Ja, die fliehen vollständig. Dann müssen sie nicht mehr verfolgen. Er hat hier einen Wachturm gebaut. Und da. So, da die Axtwerfer von hier oben runterschießen und ich da nicht so Freude dran habe. Ich glaube, er ist überfordert, er weiß nicht genau, was er tun soll. So. Die nehmen jetzt ordentlich in die Zange hier. Von zwei Seiten, das dürfte dann relativ schnell Panik geben. Und mit denen bewegen wir uns schon mal weiter nach oben. Die Flügelhulan schicken wir auch gleich noch rein. Die sollen einfach wirklich die Motivation direkt von Anfang an verlieren. So, die Ice Guard schicken wir hier hoch. Ich überlege mir gerade, den Turm zu zerschießen. Das kann ich nämlich in den Distanzkämpfern. Das machen wir jetzt mal schnell. Weil er kriegt zwar immer Punkte und kann dann die Türme bauen, aber wir können die Türme auch einfach kurz mit unseren Fernkämpfern zerschießen. Und dann bringt ihm das gar nicht mehr so viel. Weil der Turm schießt sonst die ganze Zeit auf uns. Weg damit. Sehr schön. Die sind auch vollständig weg.
Der Turm schießt übrigens auch die ganze Zeit noch auf uns. Ich positioniere meine Flügelhülle an und meinen Schneeleoparden mal da unten, dass der Turm keine Sichtlinie mehr hat, ne? Da. So, die sind nicht gepanzert, haben nur Speere in der Hand. Dementsprechend werden wir hier gleich mal einen Kuss der Eisjungfer durchhauen. Und das wird verdammt wehtun. Ein Viertel. Okay, Moment, zurück. Das habe ich nicht gesehen. All back. Wir machen es mal ganz kurz so, dass ich meine Briten hier rauslasse. Die Korsaren hier können nochmal zurück. Und wir arbeiten hier mit den beiden Linien. So, weiter geht's, Jungs. Hoch hier. Ihr seht, der baut den Turm hier auch schon wieder auf. Hier machen wir übrigens wieder das gleiche, die nehmen wir gleich in die Zange. Die müssen sich nämlich entscheiden. Und die Jungs können ja immer noch schießen und haben einen schönen Winkel von hier oben. Gucken, wie lange die das motiviert halten. So, hier haben wir noch Barbaren. Wir müssen hier hoch. Das müssen wir einnehmen. Höhenunterschied übrigens ist zum Kämpfen super gut für uns. Ich hab sie nochmal kurz zurückgeschickt. Jetzt rein. Die sollen sich nämlich drehen. Genau. Das dürfte für die im Großen und Ganzen gewesen sein. Ihr seht, dass der Turm meinen Kommandanten und Dings super viel Schaden macht. Ich schicke sie nämlich nochmal hier runter, dass sie in Schutz sind. Also. Die gehen hoch. Ihr jagt die noch zu Tode. Alles klar. Und zu viel Munition habe ich halt nicht mehr. Wir haben noch mega viel Magiereserven. Die sollte ich nachher dann brauchen. Ewiger. Die sind auch nur mit Schild, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich kann hier auch einen Zauber durchjagen. Das dürfte dementsprechend Schaden machen. Ja, der Kommandant kommt hier runter. Und da ziehen wir mal zurück. Da gehen sie wieder zurück. Wollen nicht getroffen werden davon. So, also wenn seine gesamte Armee flieht, genau. Das Ding ist, wenn der Kommandant alleine steht und seine gesamte Armee ist weg, kriegt er irgendwann auch Panik. Deswegen mussten gar nicht mehr so viel Schaden auf ihn machen. Wir haben 41 Mann verloren und der Schneeleopard hat ein bisschen Schaden gekriegt. Ansonsten war es, glaube ich, ganz gut. Uris bereits befreit? Nein, das machen wir in diesem Let's Play tatsächlich. Hier, Hingabe gekriegt. Geld gekriegt. Und da seht ihr es auch schon, ne? Direkt wieder ein Level.
Ja, wir werden es normal besetzen. Hingabe, sehr schön. So, wir müssen eine Kontrolle an eine Region, eine Provinz vollständig besitzen, aber das besitzen wir eigentlich hier mit Kislev selbst. So, also sind zwei aufgestiegen, sie und Katharin. Ice Queen. So, jetzt mache ich Folgendes, und das mache ich eigentlich als Zweites relativ gerne, ist hier inspirierte Gegenwart. Das heißt, wenn ich das, und ich blick's kurz an, Einheitenerfahrung pro Runde 75. Das heißt, jede Runde kriegen alle meine Einheiten 75 Erfahrungen. Und so, wenn ich das relativ früh natürlich mache, habe ich relativ schnell dann Eisewachen, die schon dementsprechend erfahren sind. Und unsere Eisjungfer. Da bin ich gerade am Überlegen. Ich tendiere tatsächlich direkt schon zu Auskundschaften. Und zwar, wenn wir eine Schlacht gewinnen, haben wir eine höhere Chance, dass wir einen magischen Gegenstand kriegen. Finde ich persönlich ganz cool, weil seit neuestem kann man, wenn man magische Gegenstände hat, also wenn man zwei normale Gegenstände hat, kann man sie zu einem grünen zusammenschmelzen. Das System ist total cool, weil es macht auch viel mehr Spaß, so magische Gegenstände zu kriegen. So, wie machen wir das jetzt hier? Einkommen, Befürworter, Hingabe. Ich tendiere eigentlich fast eher dazu, viel auf Hingabe zu gehen. Und immer wieder die Fähigkeiten zu aktivieren hier. Dadurch Befürworter zu kriegen. Wir haben nämlich jetzt drei Befürworter, er hat zwei Befürworter. Wie viele Kampagnen ich bereits in Total War Warhammer 3 gespielt, angefangen habe. Ich habe Slaanesh schon viel gespielt, oder relativ viel gespielt. Chaosdämon einmal, Kislev ein bisschen ausgetestet, Cathay gut ausgetestet, bisschen Khorne, ich habe alle mal ein bisschen kurz angeguckt, aber die ein oder andere Kampagne habe ich schon auch schon ordentlich gespielt. Heiliges Gehölz. Ja, wir machen das tatsächlich so, dass ich hier einen Hof baue, als erstes, weil der gibt mir Geld und Wachstum. Und als zweites dann heiliges Gehölz, um Hingabe generiert zu kriegen, damit ich immer wieder die Möglichkeit habe, fürs Mutterland die Fähigkeiten zu rufen. Das heißt, wir fangen hier an mit einem Gehöfte. Das ist Schmerzen mal eins, gibt auch Geld. Also du kannst auch Items verkaufen. Also zu Schrott verarbeiten, dann gibt's Money. Okay, wie sieht's eigentlich aus hier mit... Sister of Ice. Hat das zu oder abgenommen? Das hat zugenommen. Never yield. Never yield. So, wir haben natürlich hier ein bisschen ein Problem, weil wir müssen andere Kisleviten angreifen, die hier. Und das gibt uns auch weniger Befürworter, weil eigentlich sollten sollten die Kisleviten sich nicht gegenseitig angreifen. Aber es bleibt uns da gar nicht viel anderes übrig, tatsächlich. Deswegen, weiter geht's. Oh, jetzt habe ich vergessen, Einheiten zu bauen, nicht Vogel. Ein paar schöne Bogenschützen hätte ich jetzt noch gebraucht. Wir bewegen uns. Mal bis hierhin. I will brook no. Könnt jetzt Kosaren holen, theoretisch. Mistress of Ice. Wenn ich sie in der Stellung lasse.
Wie machen wir das? So, hole ich noch Unterstützer. The Tsarina. Born to rule. Dann könnte ich 2 Runden warten. Oder ich mach's, wenn ich das eingenommen habe. Ich weiß nicht, wie groß seine Armee ist und ich weiß nicht, von wo er kommt, deswegen. Lass mal das hier aus. Defy Chaos. We are both servants. You and 8 Leute sind hier. We are one. Prima, mal 2 Bogenschützen und gucken, ob wir dann da reinkommen. Und ich setze mich mal in die Stellung und wir bauen einfach mal die. Wenn wir sie nicht brauchen, werden wir sie einfach in der nächsten Runde wieder wegmachen. Kriegen das Geld dann wieder zurück. Das heißt, falls er da moved und er auf einmal hier dann in der Festung sitzt mit relativ vielen Leuten, warten wir einfach noch eine zusätzliche Runde. Ist jetzt nicht ideal, aber passt schon. Zwei Einheiten rekrutieren, geht nochmal Hingabe, das ist sehr gut. Okay, ist das machbar? Sind 5 plus 8, die drin sind. Ja. Wir warten das noch kurz, weil er rekrutiert hier gerade keine neuen Units. Das würde ich ja sehen. Das heißt, in der nächsten Runde würde er wahrscheinlich anfangen, Units rekrutieren. Wir kommen noch mit zusätzlichen 3 plus die 2 Bogenschützen, also nochmal 5 und dann können wir da rein. Oh man, was ist das denn jetzt? Okay, der ist gut. Wir holen ihn mal ganz schnell, damit wir einen Kommandanten drin haben, plus 10. Das dürften wir in der Verteidigung gegen 12 schaffen. Das ist durchaus machbar. Who calls? So. The friends of the ja, es wird immer teurer. The Empire. Okay, wir versuchen es in der nächsten Runde dann. Man darf auch nicht vergessen, wir haben hier noch Mauern und alles. Er kann es zwar schon belagern, aber ob er das dann schafft, andere Frage, ne? Okay, er plündert. Kostet uns zwar gut was, aber das passt schon. My role, my decision. So, wir haben mehr Wachstum, sehr gut. Wir gehen jetzt mit einer Eisjungfer weiter. Macht das Sinn schon so früh? Ist die Frage, ne? Was haben wir hier? Was ist das? Eisjungferheldin. Das ist eine Heldin, das ist eine Kommandantin. Vorzuge jetzt tatsächlich. Aber mal eine Heldin, weil noch eine andere Armee waren jetzt mal nicht. Also, jetzt haben wir 3 und er hat schon 8. Er geht ordentlich steil. Wir müssen ihn angreifen. Ist ein Pyrosieg, behauptet das Spiel. Dann finden wir heraus, ob es wirklich ein Pyrosieg ist. Ja, Städte anzugreifen, wenn du wahnsinnig viele Distanzkämpfer hast, ist halt mega angenehm. Das klappt in der Regel eigentlich immer ganz gut. Oh, wir haben nur 2 Eingänge. Aber die Stadt ist schön. Oder das Dorf. Wenn man es sehen will. Hauptstadt ist es. Siedlung. Der hat Reiter, Bogenschützen mit Speere. Ist natürlich ganz gut, um die Reiter abzufangen.
Okay. Also das ist der Punkt, den wir einnehmen sollten. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg hoch. Entweder gehen wir hier über links. Dann aber wir immer 1, 1, 1, 1 haben. Was haben wir hier denn? 1, 1, aber wir können immer noch ausweichen und dann sind es die 2. Ich glaube, wir gehen von der Seite. Das ist mehr Potenzial. Hat was Schönes, oder? Die Dings hier oben auf dem Hügel. Schon ganz cool gemacht, hey. War gut. Mega gut. Mega schön. Ich mag, wie viel Liebe da reingepackt wurde in die Dörfer. Okay. Also. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie wir uns bewegen. Die habe ich jetzt noch nicht gezeigt. Dann schauen wir uns die noch schnell an. Das sind einfach Bogenschützen. Axtinfanterie. Sie haben eine Axt in der Hand und einen Bogen. Sind total easy Bogenschützen, aber sie tun ihren Dienst. Wir unterteilen die in Nummer 1, 2, 3. Das ist meine Reiter Nummer 4. Das ist meine Infanterie Nummer 1. Meine Magier. Die stelle ich mal vorne hin. So. Er hat hier schon Mauern gebaut. Okay. Ich überlege gerade mit dem Magie-Management mir das ein bisschen cleverer einzurichten, indem dass ich nicht häufig für 6 den Hagelsturm verwende, sondern eher Kuss der Eisjungfer von Katharina, weil ich das Gefühl habe, ja, das ist ein bisschen bogenschützenlastig. Hier geht hier hin, hier geht hier hin. Obwohl, jetzt für den Anfang machen wir mal ganz kurz beide hier. Das heißt, entweder müssen sie sich bewegen oder sie müssen schießen. Das ist ihre Wahl jetzt. Boah, das ist bitter, dass sie gerade zusammenstehen. Also gut für uns, bitter für ihn. Eieieiei. Mitgehen. Ihr geht bitte hier hinten hin und ihr verteidigt bitte die hier. So, da rennen schon die Derwische raus. Das ist leichte Kavallerie. Das kriegt man. Hey Groot, danke für 24 Monate, Mann. Das ist leichte Reiterei. Die kriegen wir. Das sind die Gepanzerten. Okay, die schicken jemanden. Schicken die mal schnell zurück hier. Ich muss alle Bogenschützen noch kurz auf Wachmodus schalten, damit die nicht einmal abhauen. Folgt die Reiter mal ganz schnell, sie rauszubegleiten. Wenn nicht, dass die wieder zurückkommen und mir in den Rücken fallen. So, wir machen das so, eine Truppe geht hier, die andere macht die Mauer kaputt, was wir erfolgreich schon gemacht haben. Dann nehmen wir sie hier in die Zange und hier blockieren wir den Weg nach oben. Und die Ice Guards sollen immer schön nach, die sollen nämlich die feindlichen Bogenschützen im Hintergrund killen. Die hier zum Beispiel. Hier oben zum Beispiel, damit sie ihre Position gar nicht wirklich ausspielen können. Naja, unsere Bogenschützen kriegen auch Schaden, das ist schon in Ordnung. Hier rausbegleitet. Sehr freundlich von ihnen, oder? So. Die blockiert hier bitte mal. Ein bisschen vorne, ich will nicht, dass die Bogenschützen ineinander stehen, das ist nämlich Quatsch. Weiter geht's.
So, die einen werden jetzt hier sauber abgefangen, wie ihr seht. Da wird noch ein schöner Kuss durchgepfiffen. Aber. So, die einen verfolgen jetzt die hier und die nehmen das hier in die Zange. Am liebsten so. So, diese Motivation hier, die dürfte nicht allzu lange halten. Jetzt hat er wieder eine Dings gebaut. Hier ist ja ärgerlich. Dann macht ihr den Turm kaputt, bitte. Die sollen hier hoch und ihr schießt bitte auf die. Hier wenden wir einen kleinen Trick an, weil der Zauber geht Wand ab. Jetzt haben wir den so gejagt. So, die gehen bitte weiter hoch hier. Sehr schön, die gepanzerten Kusaren. Die werden weh tun. So, der Turm ist kaputt. Die zwei Händler schicken wir hier hinten rein. Ihr tötet bitte die hier. Das wird jetzt wehtun, weil der Kommandant da reinrennt. Hier wenden wir nochmal den Wandabtrick an. Einmal an die Wand, einmal wieder zurück. Dankeschön. Hoch hier bitte. Kann sein, dass jetzt dann gleich die gesamte Motivation bricht. Wie gesagt, das hier wird wehtun. Ich versuche die Reiter hier gleich noch kurz außen drum zu schicken. Um die hier zu holen. Nice. Ah ja, okay. Weil der größte Teil der Armee so gut wie tot ist, kriegen sie Angst. Die Kislewiten haben nur ein Ding. Kurz bevor sie in Panik verfliehen, ausbrechen, greifen sie noch. Jungs, ihr killt nur die eigene. Bewegt mich anders, bitte. Kurz bevor sie raushauen, haben sie noch einen Buff bei unserem Blute. Dann kriegen sie maximale Vierherrschaft und kämpfen noch so lange, wie sie können, eben für den Zeitraum. Und nachher fliehen sie. Let's go. Bei Einheiten, die so dicht an der Wand stehen, immer Richtung Wand schießen. Ich bin Abpraller, ja. Kannte ich schon, aber ist super hilfreich, dass du es trotzdem noch reinschreibst. Man kann auch, wenn es wirklich eine kleine Dings ist, und zum Beispiel ein penumbrisches Pendel, dass man sie dann einfach so zickzack, wenn man mit einem kleinen Winkel auf die Seite, kann man ihn einfach so nach vorne jagen, wenn der Zauber lange genug, also lange genug die Strecke zurücklegt. Das ist mega cool. So. Wir haben hier jetzt nochmal Erfahrungspunkte gemacht. Jetzt sind wir bei 6. Weil es ein Pyrosieg gewesen wäre, haben wir dementsprechend Boni gekriegt. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf mehr Magie oder verstärke ich die aktuellen Truppen nochmal? Geschossstärke für Eiswachen plus 4%. Ist recht viel. Kriegen wir bis auf 8% hoch. Und was haben wir denn hier hinten?
Geschossresistenz und mehr Munition, wenn sie Stufe 7 sind, also Goldstufe. Herz des Winters hält sich auch in. Es ist halt viel verlangsamen, damit unsere Schützen möglichst lange schießen können. Man kann es clever ausspielen. Ich finde das Eismoge nicht so toll, ich finde das Wirbelsturm viel besser. Wenn es um Schaden geht, würde ich sagen, ist Wirbelsturm tatsächlich stärker. Wenn es darum geht, den Feind zu verlangsamen, man kann ja sehr mit der Geschwindigkeit des Feindes spielen, möglichst lange die Distanzkämpfer schießen zu lassen, ist natürlich Eis ganz cool. Also ein Großteil der Armee besteht in der Regel immer aus Kusaren, gepanzerte Kusaren und ja, die Strelzi würde ich jetzt nicht so viel reinnehmen. Ich finde Nahkampfabwehr, ich meine, ein Großteil der Armee besteht halt, ne, aus gepanzerten Kusaren oder normalen Kusaren und wir haben nur zwei Eiswachen. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich zuerst mit Schießübung, damit sie schneller nachladen, bessere Nahkampfabwehr haben. Und dann später können wir auf die Hofelite gehen. Dann ganz hinten. Wir machen das zuerst mal so. Und sie wird hauptsächlich zuständig sein für die Magie. Und später, wenn dann Katharina noch etwas höher gelevelt ist, können wir immer noch auf die Magie gehen. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, also das heißt, sie kriegt hier Magie, um Schaden zu machen. Gerade auch beißender Wind ist relativ cool. Ja. Also, er kommt mit 12, wir haben immer noch 10 in der Verteidigung, haben Wände, er steht da und verteidigt. So, jetzt haben wir natürlich andere angegriffen. Kampf gegen Kislev, minus 2, was ein hartes Ding ist für uns. Ja, kostet... Ja. Wir sollten halt eigentlich nicht so viel gegen die kämpfen, aber das bleibt, am Anfang bleibt uns fast nichts anderes übrig. Also wir fordern 214 kriegen wir und sie kriegen von uns 56. Das heißt, in 4 Runden hat sich das amortisiert, theoretisch. Das machen wir jetzt auch. Und ja, die Ostlande hat 3 Siedlungen. Hätte ich vielleicht auch die Ostlande nehmen sollen? Nein, okay, 58 sind ein Unterschied, ne? Oder war das jetzt andersrum? Bin ich nicht sicher, ob es andersrum war. Naja, Handel ist immer gut. Okay. Dann nächste Runde, nächstes Glück. Wir werden gleich sehen, wie er sich bewegt. Er bewegt sich wieder zurück. Das ist sehr gut für uns. Ich bleibe mal bei den 16 Truppen von 20. Wir bewegen uns jetzt hier hin. Wir holen Fort Jakova noch. Jerzlev. Igorov. Das bauen wir aus. Ich baue Igorov aus. Volle Korruption, gerannte Führwarte. Hier bräuchte ich ja auch wieder Hingabe, ne? Könnten wir aber einen Patriarchen holen dann? Vielleicht. Ne, dann bauen wir das aus, um an mehr Geld zu kommen, weil wir müssen ja auch wieder ein bisschen ins Plus geraten. Ins Ordentliche. Die Menge wird ja auch reduziert, je nachdem wie viel Handel wir betreiben. Stimmt, ne? Das, was wir produzieren, wird dann natürlich auf alle Handelspartner dann aufgeteilt. Who calls? What? Aye, I'll have your words before you take my ale. Hallo? Okay. Wir müssen aber schon gucken, dass wir mit den Zwergen Frieden schließen. Damit wir da in den Bergen geschützt sind. Und wir uns darum nicht kümmern müssen.
Wie soll man mal ein bisschen Magie, wenn wir eh schon hier stehen und nicht viel mehr machen können, damit wir mit mehr Magie dann hier angreifen? Wir werden die Schlacht auch wieder selber führen, um einfach die Verlustrate möglichst tief zu halten, um mit möglichst voller Armee dann auch direkt nach Volksgrad und dann nach Prag zu marschieren. Eine gegnerische Macht ist zum Verhandeln gekommen und wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Ja, für ein bisschen Geld. Erwägt ihr Angebot mit Bedacht. Nee, mit den Menschen werden wir schon... Die Menschen im Süden, da gucken die schon, dass das unsere Freunde sind, ne? So. Ich gehe stark davon aus, dass wir den ersten, das erste Fundament nicht erreichen, weil wir ja noch gegen die anderen Kisleviten kämpfen müssen. Und vor allem die Orthodoxie kämpft die ganze Zeit gegen Chaos-Fraktionen und Barbaren. Das heißt, die machen wahnsinnig viel Plus. Wir werden dann einfach die Nächsten versuchen zu holen. Am Ende ist es einfach nur wichtig, dass wir das Letzte haben, damit wir alles kriegen. Den ersten Bonus kann er holen, weil der zweite Bonus ist exakt das gleiche, nur ein bisschen höher. Von daher passt das schon. Okay, er ist wieder abgehauen, das heißt, wir kicken ihn mal wieder raus. Weil wir da müssen stabil finanziell dazustehen. Unsere Magierin hat Geschwindigkeit minus... Genauigkeit. Ne, wir gehen auf beißende Winde, um mal einen schönen Zerstörungszauber zu haben. Get it done. Defy Chaos. Haben die überhaupt ein Zuhause? Ich meine, die haben null Siedlung. Das heißt, wenn ich die beiden Armeen dann zerstören würde. Mistress of Ice. Wir sind eigentlich der Schutz. Yes. Der Schutz der Menschen. Yes? One rag. So. Onward. Aye, I'll have your words before you take. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass der Zwerg auf einmal austickt und mir den Krieg erklärt. Das wäre natürlich mega schlecht. Ich bin irgendwie fast schon gewillt, ein bisschen Geld in die Finger zu nehmen, um es mit dem, um da eine gute Basis zu schaffen. Auf der anderen Seite brauche ich das Geld auch später, um das hier auszubauen. In zwei Runden können die das nämlich. Und dann fehlt mir irgendwo auch wieder das Geld. Obwohl ich plündere ja auch hier dann, wenn ich die Oger angreife, nochmal ein bisschen was. Zwei Runden, aber wird das genug sein? Greetings. Let us be quickly. Komm, wir machen das jetzt, auch wenn es teuer ist. Aber das verbessert unsere Beziehungen erheblich. Das führt dazu, dass wir in den Bergen geschützt sind durch die Zwerge. Einfach, der Handel ist der Anfang der Freundschaft. Einfach um diese Eventualität sicher auszuschalten. Ich meine, klar, er kämpft auch gegen, ich hab's gesehen, er kämpft auch gegen die Orks. Ich bin aber trotzdem dafür, einfach da Geld in die Finger zu nehmen. Sicher ist sicher. Auch wenn sie gegen die Orks schon kämpfen, aber man kennt ja die KI, ne? Manchmal tickt die einfach raus und denkt so, ja, lass doch, ich habe schon 3 Kriege an 5 verschiedenen Fronten, lass doch einfach jetzt noch den Spieler angreifen. Deswegen hauen wir da jetzt mal kurz das Geld raus. Ja, Eismagie und Wirbelsturm ist ja beides Eismagie. Aber das eine ist Eismagie und das andere ist Eismagie-Wirbelsturm. Da muss man schon differenzieren, Chat, ne? Wenn ihr es darüber diskutiert. So. Oh, sweet. Okay, ich weiß, wie ich hier angreife. Folgendes. Wir können entweder von hier unten, dann müssen wir ganz ein bisschen hoch. Oder wir gehen einfach von hier. Und dann komme ich auch direkt hier an den Punkt. Finde ich persönlich wahnsinnig gut, weil wir haben viele Bogenschützen. Wir haben da ein paar standhafte, gepanzerte Dudes, die einfach da durchrennen. Oh, ich sehe gerade, man kann sogar von hier rein. Das ist ja cool. Wir könnten ein Trüppchen hier abstellen. Und zwei Trüppchen hier, weil wir jetzt 16 Mann. Auf der anderen Seite, wenn wir
Über die komplette Front gehen. Ja, wir gehen über diese komplette Front. Soll ich die Stadt noch ein bisschen zeigen? Ich flitze hier mal ein bisschen durch, damit man ein bisschen Gefühl für die Stadt noch kriegt. Oder das Dorf. Obwohl, ich nenne es eher Stadt. Nicht Hauptstadt, aber halt eben Stadt. Siedlung. Siedlung trifft's gut. Es steckt super viel Liebe in den Details, oder? Das ist mega cool. Okay, das brennt. Da brennt ja vieles. Die kümmern sich gar nicht darum. Das müssen wir natürlich ändern. Das geht ja wohl gar nicht. So. Und drei da. Drei hier. Großteil der Bogenschützen, den nehmen wir hier mit. Teil der Bogenschützen geht damit. Und die Reiter, die stellen wir als Ablenkung hier hin. Dann wird er nämlich auch noch einen Teil hier positionieren und glauben, dass er das verteidigen muss. Muss er aber nicht. So. Zur Not rennen wir dann einfach da rein. So. Unsere Magierin soll ein bisschen näher ran da, bitte. Das sind Kosaren Axtinfanterie. Das sind Speere. Da kann ich mit meinen Reitern nicht einfach reinsemmeln, weil die Speere, ne, das ist ansturmabwehrend. Also die haben hier Ansturm erwidern. Das haben die hier nicht. Und dann jetzt aber gerade erfolgreich die Position wechseln. Müssen wir noch ganz kurz darüber reiten. Oh, er baut da gerade, schön. So, testen wir unseren neuen beißenden Zauber. Gucken wir mal, was er kann. Beißender Wind. Okay, ja, why not? Kann man machen. Warum trennt der Schneeleopard jetzt außen rum? Okay, das war jetzt nicht so klug. Ich bin gerade ein bisschen damit beschäftigt, die Zauber zu machen und so, obwohl ich eigentlich... Ich stehe ein bisschen eng zusammen, das ist nicht so gut, aber... Ist auch Wayne. Da drehen sie ab. Gießt die mit der Magie wieder auf die. Ja, ist nicht so ideal, dass sie jetzt so weit vorne stehen. Ich muss das noch kurz umstellen. Ja, ihre Bogenschützen sind auch nicht panzerbrechend. Meine Magiere wird wieder nach hinten. Ich habe nicht so das Interesse, dass die jetzt hier abgeschlachtet werden, okay? Schießt auf die gepanzerten Kosaren, bitte. Und ihr schießt hier hinten auf die, danke. Die sollen gar nicht erst groß auf uns schießen hier, bitte. Dann wird da rein. Das ist schon in Ordnung. Das sind gepanzerte. Wie ist das eigentlich mit dem hier? Ist das Rüstungsdurchdringen? Ja, Mann. Nice. Okay, dann machen wir das so. Dann jagen wir hier mal Rüstungsdurchdringen durch. Damit die in Panik verfallen. Okay, die haben sich gerade aufgeladen. Dann bringt das nicht viel. Die Reiter schicken wir hier in die gepanzerten Zweihänder, damit die gar nicht mehr groß schießen können.
Kommt ihr bis dahin? Sehr gut. Versucht ihr mal kurz außen rum zu nehmen. Steht mir irgendwas weg? Die Flügelhulan kriegen ein bisschen viel Schaden. Ich ziehe mal zurück, damit wir dann gleich wieder weitermarschieren können. Ich glaube 45 haben sie on top und jetzt sind sie bei 33 Mann unten. So. Ich jag hier einen Zauber durch in der Hoffnung, dass ihnen das dann gleich Panik gibt. Ja, die sind immer noch im Kampf verwickelt, weil ich Trottel die direkt durchgeschickt habe. Nicht gut. Der beißende Wind hat ultra hohe Reichweite, ja, ich hatte das vorhin gesehen. Den kann man easy schön abprallen lassen, im schönen Zickzack. Ja. Ich verbiete mal ganz kurz meinen Männern zu schießen. Weil die knallen sich gerade nur gegenseitig ab. Wo hat er eigentlich Türme gebaut? Ah, hier unten, aber die haben noch keine Reichweite. So, let's go. Ja, die Flügel-Ulan haben hier. Das ist, weil ich sie gegen die gepanzerten Korsaren geschickt hatte. Und die Korsaren sind natürlich eben gepanzert. Da konnten die gar nicht so viel anrichten. Und im direkten Nahkampf waren sie dann nicht so effizient. Weil sie sind halt eigentlich eher dafür gedacht, um reinzustürmen, mit dem Angriffsbonus schön viel Schaden zu machen. Weitergehen. So, wir besetzen es. Und wir haben da sogar noch einen schönen Gegenstand gekriegt. Ich zeige euch das immer ganz schnell. Hier, die haben einen Angriffswert von 60. Also es ist eigentlich hier Schockkavallerie. Ne? Reinschicken, Schock erschaffen, die Feinde fliehen und nicht lange im Kampfgeschehen drin lassen. Dafür sind sie eigentlich eher nicht so ausgerichtet. So. Ich tendiere... Wohin tendiere ich denn? Das ist auf 12. Diplomatischem Kislev. 2 pro Runde. Oh, das wäre schön. Geld effektiv. Wir brauchen hier 4. Das heißt, theoretisch brauche ich ein, also alle 4 hier. 4, 5, 6. Und ab 12 kann ich es einsetzen. Das heißt, wenn ich die jetzt spare, könnte ich auf einen Schlag alle machen. Das wäre natürlich gut. So, 3. Ja, ich spare die einfach. Bis sie 12 ist, behalten wir die zurück und behalten die Fähigkeitspunkte noch. Das seht ihr jetzt nicht, sie ist Stufe 7. Weil mein Cam da davor ist. Das heißt, wir setzen... Ich gebe den Punkt extra nicht ab. Born to rule. Okay, 81. Er ist hier hingerannt, das heißt, es kann sein, dass er hier und dann hier angreift. Aber wir haben die Seite gesichert. Ich werde die Ogre, by the way, übrigens noch angreifen. Ich will die nämlich weghaben, die Säcke hier. Weil die plündern mein Gebiet. Und das, hier, minus 44. Und das Gold können wir nicht einfach da weglassen, das geht ja gar nicht. Zudem, der Wachstum wird übrigens auch beeinträchtigt durchs Plündern. Plündernde Armeen minus 10. Und das ist ja noch weniger tolerierbar. Zudem, wenn ich sie angreife und vernichte, gibt mir zusätzliche XP. Gold. Vielleicht sogar ein Gegenstand noch. Das ist mir gerade eingefallen, ich habe noch Gegenstände gekriegt. Der Angriffsbonus ist ja, glaube ich, 10, 15 Sekunden, dann sollen sie rausziehen und neu reinstürmen lassen. Das ist sehr gut möglich. Die exakte Zeit weiß ich gar nicht. Das ist gute Info, danke. So. Wir haben einen Frostzahn gekriegt. Schönen Gegenstand. Das heißt, wir tauschen den natürlich. Unterhalt minus 5% für alle Einheiten. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Als ob sie gehört hätten, dass wir die Ogre gleich angreifen. Rekrutierungskosten minus 10. Nahkampfangriff plus 6. Magischer Angriff, Waffenstärke etc. Und den anderen geben wir dann natürlich ihr. Hier, ne?
Ich werde sie nicht viel in den Nahkampf schicken. Aber falls, ist nicht schlecht. So, bei Unterstützung, Immunität, Banner. Okay. Die Ogre haben ja eh nur das Lager. Ja, hatte ich vorhin extra nachgeguckt, genau. Die besitzen, da kann man nachschauen, ne, was sie besitzen. Sie besitzen null Siedlungen. Das heißt, sie werden ein Lager haben, weil sie noch nicht viel haben. Und sie sitzen hier. Und wenn ich sie halt hier sitzen lasse, dann breiten die sich aus. Und dann werden sie irgendwann zum echten Problem. Deswegen will ich die jetzt schon möglichst früh weghaben. Ich überlege mir nur, ob ich ihn angreife auf Open Field oder ob ich das Lager angreife. Wenn ich das Lager angreife, habe ich eine Lagerschlacht. Wenn ich ihn angreife, habe ich eine Open Field Schlacht. Das Lager kann nicht fliehen. Das heißt, er wird in den Angriff gezwungen. Ja, ja. Wenn ich ihn angreife, habe ich die Gefahr, dass er flieht. Wenn ich aber das Lager angreife, muss er ihn unterstützen. Und das Lager kann ich. Das Lager ist stationär, ja. Also die Ogre können an einen Punkt hingehen und da ein Lager aufbauen. Das ist dann wie eine zusätzliche Stadt im Prinzip, die sie aufbauen. Und da kriegen sie auch hauptsächlich ihre Einheiten. Das Lager kann wahnsinnig groß werden. Da können sie dann ihre Einheiten rekrutieren. In den Städten können die gar nicht so viel machen. Ich guck mal ganz kurz, ob die noch mit irgendjemandem im Krieg sind. Vielleicht lasse ich mich dann bezahlen von jemandem. Nein. So, bevor meine Truppen gleich ein bisschen leiden. Ja, seht ihr, minus 0,6. Ja, da hat sich einiges getan hier, ne? Okay. Wie greifen die Ogre an? Wie machen die platt? Eine erneute Schlacht. Das Lager, damit er nicht fliehen kann, der andere. Und wir werden das so machen, dass wir die Ogre, die als Verstärkung reinkommen, direkt abfangen. Das heißt, die Ogre kommen als Verstärkung rein, die brauchen eine Zeit. Und die fangen wir direkt ab. Macht das Sinn? Ich muss sie wirklich, also ich muss sie vollständig auslöschen. Sie dürfen nicht fliehen. Wenn sie fliehen, habe ich nämlich ein Problem. Wenn ich das Lager besiege, dann ist das Lager eh weg. Aber die, die außen stehen, können nochmal wegrennen. Wenn die wegrennen, muss ich die nochmal verfolgen. Und wenn sie fliehen, dann habe ich einen weiteren Feind. Das ist nicht ideal. Das reicht mir 20. Die kommen in einer Minute 18. Er wird hier rein wollen. Also wenn er hier kommt als Unterstützung, wird er hier rein wollen. Das ist der nächste Punkt. Okay. Dann machen wir das so. Das ist meine Abfangtruppe. Das ist meine Reingeh-Truppe. Dieser geile Bogenschützen. Wir werden hier hinstehen und reinschießen und töten und machen, was geht. Achso, ich habe das Lager gar nicht richtig gezeigt. Das ist ein Ogerlager. Die bauen das natürlich schön aus. Wir haben diese relativ großen Leitern. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das sind nämlich auch relativ große Dudes. Jetzt habe ich aber nicht wirklich das Gefühl, dass dieser Leiter den trägt. Da habe ich meine da ist echt Zweifel dran. Ich glaube ja eher, dass es darum geht, wer so dick geworden ist, dass er nicht mehr hier hoch kann, weil die Leiter zusammenbricht, der hat es richtig gemacht, ne? Je fetter, desto besser ist das Motto bei den Ogern. Die trägt doch niemals diese Masse.
Naja, sei es drum. Also, er wird auch hier wieder Türme bauen, weil das kann er. Und wir werden mit dem Bogenschützen die Türme ordentlich kaputt schießen. Meine Magie wird auch nicht so viel anrichten bei den Ogern, weil das sind wenige Truppen, die relativ groß sind. Also, da bringen mir meine Magie-Sachen nicht so viel. Ja. Die stelle ich so auf. Vielleicht sind nur Gnoblase auf den Türmen. Dafür sind die Sprossen zu weit auseinander. Oder? Also, ich glaube nicht, dass so ein Gnoblar in dieser Größe, das ist keine Ahnung, wie groß ist der, ein Zwerg, der ist 0,7 oder so Meter, nicht mal. Ne? Der muss ja springen, wenn er an die nächste Sprosse will. Ah ja, okay. Here we go. Ja, das Problem darin ist, so voluminös zu sein, ist, dass man auch relativ viel Fläche hat, wo man getroffen werden kann. Ja, ich mach hier, der kommt nämlich gleich. Und ich stelle meine Bogenschützen auch dementsprechend schon auf. Es geht darum, das hier, was kommt, muss vollständig zerstört werden. Ohne Ausnahme. Ihr könnt euch mal schnell noch drehen, bitte. Auf die hier schießen. Obwohl, das machen die mit ihren Musketen eh. Die Handfeuerwaffe, die sie dabei haben. Ja, das. So. Hier haben wir ein Eisschild drauf, um sie zu verlangsamen. Damit wir möglichst genug Zeit haben, alle zu töten, die da kommen. Das ist durch die Fähigkeit, oder? Nach. Sind die da noch einmal drauf schießen? Das sind noch 10. Kriegen wir die? Viel Effekt hat es nicht, aber es könnte sein, dass die Führerschaft dadurch gebrochen wird. Okay, ich glaube, die entkommen. Aber wenn er die entkommen. Okay. Weg damit, sehr schön. Du bist anti-groß, oder? Gegen große Feinde, ja? Dann beißt ihr mal in den Arsch. Wenn es nach Speck schmeckt, ist die richtige Stelle. So. Drehen und let's go. Okay, Moment. Sekundo. Wer will es wissen? Krieg ja noch eine Salve drauf da. Okay, ich muss den gleich kurz rausschicken, weil meine Bogenschützen werden jetzt da drauf böllern. Genau, und nicht, dass er getroffen wird. Schausen. Aber, okay. Okay, der große voluminöse ist tot. Na, wo seid ihr aufgeteilt? Hier. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass das Lager flieht. Also, dass sie Panik kriegen und dass sich das erübrigt. Dann haben wir das. Wo ist der Turm? Okay, da. Ihr geht hier hin, bitte. Ihr stellt euch so auf, bitte. Ihr macht die andere Seite, bitte. Die Truppe bitte hier. Du rutschst in die 1 und du hilfst hier. Da gibt es ein Zauberchen drüber. Tilly! Oh, da war mein eigener noch dabei. Wand ab, ne? Vorhin noch so damit angegeben und jetzt selber in die Falle getappt. So. Hat den Turm kaut. Sprach ich als Kislev. Steht hier kaut wegen.
Okay, das habe ich zu spät gesehen. Da kann ich nicht mehr groß helfen. Was ich machen kann, ist, ich kann versuchen, hier noch einen kleinen Zauber hintenher zu jagen. Und den noch hinterher zu jagen, um die zu schützen. Dürft ihr einfach nicht zu weit nach vorne, Jungs. Das ist gut, sehr gut, sehr gut. Knoblas übrigens werden zwar als Speereinheiten angezeigt, aber sie haben keine Speerfähigkeit. Ich kann also einfach reinchargen. Angriff! So. Ihr Jungs, stellt euch bitte mal kurz hier hin. Nein. Verklickt. Nochmal. Danke. So, die nehmen wir in die Zange. Der Kommandant eiert noch hier hinten rum. Wenn die Knoblas tot sind, und das wird richtig wehtun, wenn die Flügelolan da rein donnern, dann dürfte auch der Kommandant Panik kriegen und dann war es das auch mit dem. Also die in den hinteren Reihen müssen eigentlich nur die Echse nach oben halten und wenn die Knoblas dann durchfliegen, können sie direkt so... Das ist eine kislevitische Sportart. Knoblars mit den Echsen zerschlagen. Super viel Spaß macht das. So. Let's go. Burgerlager tot. 18 Verluste. Ja, ich würde mal sagen, das ist ja nicht so gut. Für die Ogre. Also die unterstützende Truppe, das sind 13 entkommen. Das dürften die Hunde gewesen sein. Und vielleicht noch eine Ogertruppe, die ich nicht gesehen habe, dass sie abhaut. Aber das... Nee, nur das. Warum? Wo sind das 13? Das sind doch 10. Ja, wir gönnen uns das Geld. Echt jetzt? Echt jetzt? Wow. So I prove my right to rule. Zarina Catherine of Kislev, born to rule. Wer kennt es nicht? Säbelzahnrudel, das jetzt die Ogre anführt. Okay. Kislev's victory was always certain. Das ist übrigens ein Problem jetzt. Weil wenn er hier rüber geht, dann muss ich auch rüber und das dauert eine Runde. Das ist nicht ein Problem. Auskundschaften für noch mehr magische Gegenstände. Na schön. Perfekt. So. Yes? Ich investiere hier jetzt trotzdem noch, um einfach schneller zu konföderieren. Weil sie sind hier mit dem Züchterclan im Krieg und das meinte Schwenzo vorhin im Chat, dass er gesagt hat, solange die mit dem Züchterclan im Krieg sind, ist das eine ständige Bedrohung und sie haben dann eine höhere, also die Chance, dass sie konföderieren, die steigt. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich passieren, er wird gleich übersetzen. Das kostet mich eine Runde. Wäre ich schlecht, wäre ich schlecht. In der nächsten Runde müssen wir die 3400 für die Stadt Kislev ausgeben. Dann können wir noch einen Helden erschaffen. Das ist genau das, was ich meinte. Seht ihr? Übergesetzt und kämpft jetzt auf der anderen Seite. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das Lager direkt angreifen. Das werden wir gleich sehen. Das wäre ideal. So, bevor ich das Geld für was anderes ausgebe. Oh nee, okay. Das kann passieren, wenn die Hingabe unter 100 ist, dass hier eben, das müssen wir jetzt vorher machen. Das müssen wir jetzt, ist aber Glück, dass er jetzt da
rumrennt. Das ist tatsächlich wirklich Glück, dass jetzt da rumrennt. So. So, bevor ich ganz kurz angreife, über die Diplomatie schnuppern. Da schrei mich nicht an. So. Also. Wir müssen die vernichten, weil das ist eine brutale Gefahr für unsere Stadt da. Siedlung. Und das Schöne ist halt, wenn wir Chaos-Rebellen oder allgemein irgendwas vom Chaos, ne? Wenn wir die töten, kriegen wir Hingabe. Und Hingabe brauchen wir Hingabe. Muss aber schon sagen, ist eine recht große Armee dafür, dass sie gerade erst erschienen ist. Schon krass. Ist aber ein Glücksfall, dass sie direkt hinter uns sind und ich nicht noch irgendwie, keine Ahnung, komplett zurücklaufen muss oder so. Okay. Ich nehme an, dass sie relativ aggressiv unterwegs sind. Und ich bin fast schon versucht, das hier zu nutzen. Mit dem Wasser, um sie zu verlangsamen. Weil wenn die hier hochstürmen, entweder wenn sie eine breite Linie aufbauen müssen, dann brauchen sie länger, weil der muss ja den ganzen Trog nachziehen, oder? Oder er verheddert sich da. Dann hat er den Salat. Wir machen das. Ich ziehe hier eine Linie mit Bogenschützen hier, die dann drauf schießen. Das Wasser verlangsamt sie. Dann machen wir die so kalt. Immer dieser Witz mit kalt machen. Wie schnell sind die eigentlich? 90. Wie schnell sind wir hier? 84. Er ist 100. Er kann sie einholen zur Not. Wir verstecken beide hier im Wald. Er holt sie ein, er bremst sie aus. Obwohl ich sehe eher, dass die Hunde auf der Seite eine größere Bedrohung sind. Ich lasse den Schneeleoparden hier, falls er mit den Chaos-Barbarenreiter außen rum will. Was er scheinbar tut mit einer Gruppe. Oh, die kommen in Schussreichweite, sehr schön für uns. Knallen hier gegen Gepanzerte, die sind ja nicht panzerbrechend, oder? Nee. Das erledigt sich von alleine. Ich glaube, einer ist hier außen rum. Ich schicke mal ganz kurz einen Bogenschützentrupp hier hin. Ja, schau dir das an, perfekt. Ich warte, bis sie hier dran stehen, dann ziehe ich hier durch. Das ist besser. Keine Sicht, das ist ein bisschen mühsam. Ich find's cool, ist kaum was los im Chat, aber du laberst, als ob mega viel los wäre. Das gewinnst du dir an, als Streamer. Einfach erzählen. Wenn ich jetzt frage, wie viele Leute sind im Lurk, dann wirst du erstaunt sein, wie viele sagen, hey, ich bin hier, ich find's cool, dass du einfach so am Quatschen bist. Und das macht's schlussendlich dann, glaube ich, eben aus. So. Wenn ihr in Reichweite vom Chef seid, schießt den tot. Immediately! Okay, da kommt nichts, ich kann die wieder runternehmen. So. Oh, das wird so schön. Müssen wir den Winkel gut haben. So. Oh ja, das muss ich in Zeitlupe genießen. Und. Schön, so gut. Ah, herrlich. Ja, da wollen wir den nächsten durch. Seht ihr, dass er schon ordentlich geschwächt ist?
Der wird auch gleich fliehen, weil das ist ihm echt zu viel. Das ist nicht so gut. Also gut, spielt eh keine Rolle. Muss ich die noch verfolgen oder nicht? Die machen es einfach, sicher, sicher. Schießt denen in den Rücken, wie echte Männer in den Rücken. Da haben wir es, guck, da sind alle Lurker. Ihr dürft wieder in den Lurk. So. Immer noch ganz kurz so, wir verfolgen die, weil ich nicht weiß, ob die Truppe noch flieht oder nicht. Und wenn sie flieht, kann es sein, dass sie dann die Stadt angreifen. Dann vernichten sie mir die Stadt, nur weil ich nicht sorgfältig war. Und die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass das passiert. Aber wir machen es trotzdem ganz kurz, wir räumen einfach auf. Wir nennen es aufräumen, damit wir nicht sagen müssen, wir müssen die, während sie wegrennen, abschlachten. Ja? Das wäre ja nicht so gut. Ich könnte mir auf schlechte Gedanken kommen und sagen, wir sind jetzt nicht unbedingt ein guter Anführer. Das geht natürlich nicht. Wenn sie es schaffen zu verlieren, ist nicht schlimm, ein zweites Mal Hingabe holen. Das ist richtig, aber wenn die Truppe tatsächlich groß genug ist, führt das dazu, dass sie außen rumlaufen können und die Siedlung angreifen, wenn ich nicht genug Reichweite habe, um sie zu erreichen. Das heißt, wenn so viele, und bei den Ogern passiert das gerne mal, die Oger fliehen dann relativ schnell, aber dann sind noch so viele Oger übrig, dass sie einfach außen rumlaufen und Siedlung angreifen. Ich bin im Lurk, wäre angenehm, wenn ich so viel reden will, sorry. War nicht wieder vor. Hier, guck, 30. Die Hunde hauen noch ab. Die waren eh schnell. So, jetzt sind wir über 100. Jetzt haben wir 101 hier oben. Ich gehe trotzdem auf Hingabe, weil Hingabe ist ja kostbar. Also immer wenn man die Möglichkeit hat, die Gefangenen zu opfern, weil es Chaosrebellen sind, würde ich tatsächlich die Hingabe nutzen dafür. So. Seht ihr? Und ist gerade außer Reichweite. Und das ist jetzt das, was ich gemeint hätte. Wenn jetzt noch genug davon übrig wären, ja? Also hier, dich die Barbaren nicht gejagt und getötet hätte, dann hätten sie hier, Fort Jakova ist garnisontechnisch noch nicht vollständig aufgebaut. In der Regel überleben dann nicht genug, aber er könnte hier so zack außen rum und angreifen. Ne? Also deswegen habe ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen verfolgt und ein paar getötet. Einfach das, stellt euch vor, es fliehen wirklich viele. Ich hätte sie nicht erledigt und dann sind es noch genug und sie schaffen es, die Stadt anzugreifen. Deswegen wollte ich da noch kurz nachrennen. So, Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte plus 5%. Alle Armeen, Rüstung, Kriegsschlitten, Baukosten. Können auch irgendwie die Wirtschaft stärken? Haben wir da noch eine Möglichkeit? Plus Verstärkungsrate. Wir machen Bewegungsreichweite, ich finde das sehr sinnvoll. So, er zeigt mir jetzt zwar noch an, dass wir zu wenig Hingabe haben, aber man wird nachher sehen, das reicht. Okay, das ist ab Stufe 20. Dauert noch einen Moment. Dann gehen wir auf Angriffsbonus. Reichweite. Geschwindigkeit, wenn sie zaubert. Ne, wir machen den beißenden Wind noch günstiger. So. Hier gehe ich auf den Wald, um die Gehöfte besser zu machen und Hingabe zu generieren. Wir haben ja durch das Plündern jetzt noch ein bisschen Geld gekriegt, weil wir die Armee zerschlagen haben. Geld reingekriegt haben. Und hier machen wir dasselbe, indem dass wir das ausbauen und hier danach auch ein Gehöfte hinbauen. Dann haben wir immer ein heiliges Gehölz und ein Gehöfte, die in Symbiose arbeiten. Das ist ganz gut. Okay. Die Kislevites grow restless. Plus das hier und dann hier hoch. So, I prove my right. Wird nicht reichen. So, who called? Yes? Schade, ich hätte die Heldin jetzt eigentlich schon gerne ausgebildet.
Weiter geht's. Greift er jetzt an? Oder bleibt er einfach stehen? No. So wieder. Mit dem Helden noch dabei. You are beneath notice. Das kostet mich gerade ein bisschen unnötig viel Zeit, was nicht so wahnsinnig gut ist. Seht ihr, jetzt sind wir geschützt. Die Hingabe ist stark. Das Haus wird euch nicht ins Land eindringen. Ich bin fast versucht, nochmal das hier zu machen, ne? Obwohl ich glaube, das kann ich gar nicht, ne? Weil er noch läuft, ne? Ja, eine Runde läuft er noch. Hey, super. Generiert Beförder A plus 1 Rangaufstieg von Charakteren. Ein sinnloses Banner zum Zerlegen für Geld, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich könnte den Zauberkünstler zerlegen, das würde gehen. Machen wir jetzt aber nicht. Ich gucke zuerst mal, wie viel Geld ich kriege, wenn ich jetzt den hier angreife. Mache ich kurz automatisch. Oh, gefangene Opfern gibt gar nichts. Also wie viel? 1522 von den Hunden und dem Kommandanten. Wie viel Geld hatten die der... Was? Das sind die reichsten Hunde, die ich je gesehen habe, Mann. Haas-Hunde sind... Die trotz, das sind die Schweizer unter denen... Nein, okay, den lassen wir es. Wieder gar nicht. Wir nehmen das Geld hier noch. 1500 ist ja mega viel, ey. None shall question me. Wir machen einen Gewaltmarsch, um hier schnell hochzurennen. Rassehunde sind teurer im Verkauf. Das ist es. Das Rätsel ist Lösung. So du sagst, fällt es mir auch auf. So, neuer Kandidat. Wir könnten Wirbelsturm oder Eis. Was haben wir eigentlich bei Wirbelsturm hier im hinteren Bereich? Schneesturm, Explosionsschaden, ist ein Mahlstrom. Ist der bewegend oder nicht? Steht nicht stationär dran. Wahrscheinlich nicht. Oh, Explosion wirkt nicht auf verbündete Truppen. Das ist sehr schön. Beißender Ding. Bombardement. Erhöhte Reichweite. Ja, ich glaube, wir machen wirklich nochmal eine Wirbelsturm-Lady. Sechs Runden. Wissen wir mehr. So. Wir bauen das aus für mehr Geld. Ich habe ein bisschen Sorge, dass er hier hingegangen ist, mehr Leute rekrutiert und jetzt dann gleich wieder kommt. Ich dann den Salat habe hier. Ich kann den in zwei Runden wiederholen. Möchten Sie einen Haushund kaufen? Der ist ganz lieb und möchte nur spielen. Habe ich auch gehört. The Empire, who calls? Twist Bender. Okay. Vampire greifen die Menschen da an. Gut, ich werde gleich versuchen, hier reinzudonnern. Gut, selbst wenn er mit einer vollen 20er Armee ankommt. Okay, das funzt. Dürfte. Ah, jetzt können wir auswählen. Das ist den Eishof, das habe ich jetzt vorhin gar nicht erklärt. Hier können wir, wenn wir die Forschung freigeschaltet haben, entweder Kommandanten oder Heldinnen erschaffen. Und dann für 1200 haben wir das jetzt in Auftrag gegeben. Das dauert dann 6 Runden, jetzt haben wir noch 5 übrig. Und dann werde ich immer gefragt, was für Fähigkeiten soll sie haben. Also jetzt hier kann ich zwischen einem Wirbelsturm, Helden auswählen oder einer Eisjungfer.
Eis. Also Eisjungfer, Wirbelsturm oder Eis? Wir gehen auf Wirbelsturm, weil da ein bisschen mehr Zerstörung dabei ist. Und ich werde sie so oder so für eine zweite Armee dann brauchen. Dann habe ich beiden Armeen, habe ich dann Zerstörungszauber punkto Magie. Gehen wir auf Wirbelsturm. So. Ist entschieden. Mache ich hier noch weiter? Teste ich das nochmal aus? Gehe ich nochmal auf Wachstum? Ich bin halt super tief nachher, ne? Und wir haben dann das Problem mit der Hingabe, weil wir dann wieder unter 100 sind. Habe ich irgendwo noch Fähigkeiten? Hier kriege ich dann 50, wenn ich hier drüber bin. Rekrutiere einen Charakter, der im Eiswurf ausgebildet ist. Das gibt mir aber keine Hingabe. Hier würde ich halt Hingabe kriegen. Dann, wenn wir das hier eingenommen haben, kriegen wir Hingabe. Und zwar 50 volle Punkte. Das ist aber sehr spät. In der Zwischenzeit könnte da nochmal nach Haustruppe unterwegs sein. Da müsste ich den ganzen Weg zurück. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Ob ich mit dem Empire eine Allianz eingehen will? Unter Umständen. Kommt ein bisschen auf das gesamte Gebiet an. Wichtig ist für mich zuerst mal Handel treiben zu können in den Süden runter. Die Verlockung ist schon da jetzt nochmal mit mehr Wachstum, aber das Risiko ist mir zu hoch, dass sie halt wirklich im... Weil ich habe nur diese eine Armee und die muss jetzt hier durch. Also gut, greifen wir das Lager an. Das kommt als Unterstützung rein. Wenn ich es automatisch mache, besteht dann die Gefahr, dass sie wieder fliehen können? Ich gehe das Risiko mal nicht ein. Wenn ich es automatisch mache und die mit der anderen Truppe nochmal oben hinfliehen, dann habe ich wieder Zeitverzögerung, das ist gar nicht gut. Ich hatte jetzt schon Glück, also ideal wäre gewesen, wenn ich sie direkt vernichtet hätte, aber ich habe jetzt schon Glück gehabt, dass sie das Lager direkt an der Grenze aufgebaut hat, dass ich direkt übers Wasser angreifen kann. Normalerweise müsste ich nämlich sonst über den Fluss eine Runde laufen. So. Wir machen hier wieder genau das Gleiche. Sprich, die gehen rein. So, ich stelle sie mal hier hinten hin. Sie soll nämlich nachher die Fähigkeit draufschmeißen hier, dass die Geschwindigkeit reduziert wird. Kann ich die in den Wald stellen? Die haben eine Minute, bis sie ankommen. Ja, Mann. Ich darf halt nur noch nicht gewinnen, bevor die Verstärkung eingetroffen ist, weil sonst geht das nach hinten los. Oh. Umdrehen bitte. Warte noch mit Feuer. Egal. So. Hier gibt es jetzt einen Verlangsamungszauber drauf. Ich will echt nicht nochmal, dass dieses Säbelzahnrudel flieht. Macht die kalt. Boah, den hat er richtig niedergerungen hier. Den nächsten, komm, mach zack und weg damit. Nicer Dicer, so muss das. Sehr schön, okay. Ja, das ist jetzt natürlich wieder ein totaler Joke.
Die gehören zu den... Wenn ich die... wow. Wenn ich die jetzt hier an den Dings hinstelle, dann dürften die genug Reichweite haben, um auf den... Genau, auf den Dicken zu schießen. Wir geben ihm einen schönen Zauber. Treffen zwar nicht immer, aber wenn sie treffen. Das war's. Wie viele Männer habe ich verloren? 3. Ich hätte sogar 3 geschätzt. Warum habe ich es nicht laut ausgesprochen? Schade. Okay, cool. Ja, der ist vollständig weg, das ist sehr gut. Wir nehmen das Geld. So, seht ihr, ich stehe halt immer noch auf der Seite, weil ich auf die andere Seite angreifen konnte. So. Ich mache einen Gewaltmarsch direkt hier rüber. Aktion vernichtet, die sind also keine Bedrohung mehr, das ist sehr gut. Ihnen sind auch im Krieg. So, also sie hat auch ein Level-Up gemacht. Wir machen die weißen Winde noch günstiger. Und hier wollte ich ja noch mit zwei Runden warten, bis sie 2 XP gemacht hat. Bauen wir aus. Können wir nicht. Wir können auch nie nur noch Geld rausleiern, oder? Ich könnte einen Banner noch zerlegen, aber ich will das Banner ehrlich gesagt nicht zerlegen. Obwohl. Wirkung Wind. So, Schatz. Zauberkünstler. So, das könnte ich jetzt verschrotten für 100. Dann hätte ich gerade genug, um das auszubauen hier, ne? Ist es das wert? Ja, finde ich schon. Ich brauche ihn da nicht. So, bin zu Schrott verarbeitet, haben die Kohle jetzt und... Der eine ist Trinkgeld. Es versucht ein Agent mich hier stören. Ich weiß, dass die Bedrohung nach wie vor noch reell ist, dass jetzt hier in, dass er in Kislev kommen könnte. Mutter Erde. Kosten für Aufruf des Mutterlandes. Nice. Nur noch 56, dann bin ich knapp drunter. Die Winde der Magie bilden eine Böe. Der Rabengott hat irgendetwas vor. Und das Mutterland wird zweifelsohne leiden müssen. Rabengott. Ja, danke für den Hinweis. Nett. Nett, nett, nett. Ice Queen of Kiss. Ich gehe direkt bis... So weit wie ich kann. Ja, perfekt. Okay. Das, glaube ich, lässt er sich nicht entgehen, meine Damen und Herren. Diese Chance, mich anzugreifen. Besonders, er rekrutiert gerade noch, das seht ihr hier, ne? Das heißt, er wird mehr Männer haben als ich und wird dann wahrscheinlich versuchen, mich gleich anzugreifen. Seine große Armee steht also hier. So, jetzt könnten wir theoretisch die Winde der Magie, des Mutterland-Dings nutzen und in der nächsten Runde dann... Ich glaube, musste aufpassen, seine Truppen sind voreingestellt auf Plänkler-Modus. Alle. Das habe ich schon ausgemacht. Ich habe keine Plänkler mehr. Also die Plänkel nicht bei mir.
weil es mir zu häufig passiert ist, dass meine Männer weggerannt sind, weil ein Feind zu nah war, und dann habe ich mich aufgeregt, dass ich so viele Verluste hatte. Twist, Bend, Mangle, Experiment! Das ist auch ausgestellt, aber trotzdem, man hat vielleicht ein Update, hat es geändert. Wenn ich es jetzt aktiviere, dürfte es in der nächsten Runde noch nicht drin sein, aber in der Runde darauf. Das ist ein bekannter Bug. Ist gut, dass du es schreibst. Dankeschön. Nicht. Wir warten. Ich will nicht unter 100 geraten. Ich meine 56, 51, mit 3 sind es dann 54, aber da sind wir bei 98 nachher. Das sind 2 zu wenig. Ich warte lieber eine Runde, ein Ründchen, und dann gleicht sich das wieder aus. Das ist sehr gut. Ich hoffe jetzt einfach... Ah, der Eishof. Aufmerksamkeit. So, wir bilden sie weiter aus. Entweder zu einer Schleicherin oder unerschütterlich, dass sie keine Angst hat. Schleicher bin ich, brauchen wir nicht so dringend... Wo kann ich sie? Könnte ich sie dann auf dem. Könnte sie sogar noch auf einen Kriegsbären. Einen Kriegsbären? Da könnt ihr sie draufsetzen, oder? Das ist gar nicht so. Schleicherin auf einem Kriegsbären? Ist auch die Frage, ob das geht dann, ne? Ein Stealth-Bär. Ist reizvoll, oder? Versuchen wir einen Stealth-Bären zu machen? Wollen wir es ausprobieren, Chat? Meint ihr? Ja, nein? Wäre witzig, oder? Ich meine, das Bessere wäre wahrscheinlich theoretisch unerschütterlich, aber ich würde es schon ausprobieren wollen, einen Stealth-Bären zu machen, der übers Gelände schleichen kann. Ja, komm, probieren wir es aus. Machen wir eine Schleicherin daraus. Aha. Wir werden es dann sehen. Unerschütterlich wäre theoretisch die richtige Wahl gewesen. Also jeder, der jetzt unerschütterlich schreibt, absolut richtig, das wäre die richtige Wahl gewesen. Aber es reizt mich jetzt, das auszuprobieren. Es reizt mich jetzt, das auszuprobieren. So. Greift er mich an, greift er mich nicht an? Traut er sich nicht? Nice. Oh, wir könnten entweder Hingabe kriegen oder einen Patriarchen rekrutieren. Einen Patriarchen kann ich später selber rekrutieren. Ich lese es ganz kurz vor. Das Skelett eines riesigen Bären, der selbst den stärksten Kriegsbären in den Schatten stellen würde, wird an den Ufern des Urskoi angespült. Die Knochen sind makellos, vollkommen und unbeschädigt und zeigen keinerlei Zeichen von Verwesung. Das kann nur das Zeichen von Ursin sein. Wir müssen unsere Ehrfurcht zeigen. Wir können ihn entweder begraben oder ein Freudenfeuer machen. Wir machen ein friedliches Begräbnis, um die Hingabe zu kriegen, damit ich das Mutterland direkt das wieder beschwören kann. Ich mache es aus 2 Gründen. Um Befürworter zu generieren durch Rangaufstieg und Wachstum. Wachstum bringt mir sehr, sehr viel, weil dann meine Gebiete schneller größer werden, ich bessere Truppen früher machen kann. Das macht also Sinn. Also beschwören wir das wieder. Ein zweites Mal. Gut, er hat 10 Leute hier drin. No higher power than I. Sind 25. Seine Garnison besteht aus Patriarchen, die Bogenschützen. Royals bow to no one. Mistress of Ice! Cloak yourselves in shadow. It suits my purposes. I said march! We must go unseen. Ich könnte einen Hinterhalt stellen. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder versucht er rüber zu laufen, wir catchen ihn in einem Hinterhalt, das ist vernichtend. Oder er versucht rüber zu laufen, wir erwischen ihn an der Brücke und hat den Hinterhalt entdeckt, dann haben wir eine Brückenschlacht. Oder er läuft hier runter und dann versuchen wir, die Stadt zu holen.
Also, Eisstreitwagenlenker, minus 30 für Kriegsschlitten oder für kleine Groms. Ich tendiere eher zu kleinen Groms, weil ich das Gefühl habe, dass uns das mehr bringt. Artillerie tendenziell eher besser. Belagerung ist doch sofort der Verschleiß. Ja, aber ich zeige dir das gleich. Wir machen die Artillerie. 10 Mann plus 15 Mann sind 25 Einheiten und ich komme mit 16 an. Ich habe zwar relativ viele gepanzerte Kusaren und er wird ein paar Bogenschützen, also hier wird er hauptsächlich Bogenschützen haben, weil er gar nicht viel anderes rekrutieren kann. Derwische wird er vielleicht noch haben. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass falls er mich angreift, kein Silo kämpft, kann er immer noch fliehen. Ich glaube eher, dass er hier versucht, durchzulaufen. Ich versuche meine Strategie. Tja, jetzt hätte ich mich fast verklickt. Sister! Seit wann bin ich mit dem Züchterklein im Krieg, glaub? Wir versuchen es. Nein, es ist nichts passiert, wie ärgerlich. Snow is Kislev's ally. Ice Queen. My role, my decision. They invite death. Strike them down. Okay. Versuchen Sie mit der Belagerung. Okay, so viel Geld habe ich nicht. Wir sind eigentlich sehr arm. Verdammt. 25. Befürworter. Generiertes Einkommen. Immer mal einkommen, weil wir brauchen ja irgendwie auch Kohle, ne? Irgendwie brauchen wir auch Kohle. Aufmerksamkeit. Sie wird zu einem Assassinen oder Technologie stehlen. Und ich stehe. Also, ich befürchte, dass da gleich. Helfen wir, was hat er hier drin? Wir sind mega viele Bogenschützen. Die können wir mit der Magie versuchen. Okay, das ist das, was ich befürchtet habe, was er tut. Meine Damen und Herren, wir machen hier einen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. In der nächsten Folge entscheide ich, ob ich angreife. Also, ob ich versuche zu verteidigen. Oder ob ich versuche. Also, ob ich fliehe. Weil jetzt sind 2 Stunden schon rum, ein bisschen mehr. Und ja, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, in der nächsten Folge geht's weiter. Auch einen guten Cliffhanger, okay. Wenn ihr es bis hierhin geguckt habt auf YouTube, lasst ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da, ein bisschen Feedback da, ne? Ist gut für den Algorithmus, ihr wisst, wie es funktioniert. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ich freue mich drauf. Bis dann.